Hallo und grüß euch, ihr Gefundenen da draußen. Und einen wunderschönen guten Vormittag, Mittag, Abend, Schrägstrich, Nacht und für alle, die es noch werden möchten. So, wir sind da wieder da dann, sind gerade unterwegs. Das ist jetzt einmal interessant. Okay, wurscht, nein, das frage ich nachher, wenn die Zeit reif dafür ist. Ganz kurz, wir sind da, ihr auch. Wo seid ihr? Freund, hallo, Sir! Okay, keiner da. Ich fühle mich wie im Weltraum. Das ist komisch. Ja, so Pulsar Lama. Bist du? Ja, schon. Ein Pulsar Lama. So als ja, genau, so ist Makrama. Eine Einheit zum Ausliegen. Ein Marine hätten wir noch. Dann haben wir eigentlich alle. Ja, mir gase ja vor. So, sollen wir so einen Bonus kaufen, weil es letztes Mal so gut gerannt ist bei Geonosis? Ja, dann machen wir. Geonosis. Echt? Ja, wenn du möchtest. Nein, das schaffen wir so auch. Das, meine Rede, ich wollte es von dir hören. Ja, okay, gepasst. Die Druidenschmieden auf Geonosis gehören zu den wichtigsten Besitztümern der Separatisten. Die Separatisten? Separatisten. Bist du? Wenn sie wieder stoppen tun. Wenn der Computerchip hängerblieben ist. Ja. Computerchips mit Kartoffelgeschmack, genau, mit Paprikageschmack wollte ich sagen. Computerchips mit Kartoffelgeschmack klingt aber lustig. Na kommt's, für das hat er sich jetzt da schon ein Gefällt mir geklickt. Alter, ein verdient. Jetzt müsst ihr uns abonnieren. Solche Schmähs kannst du nicht planen, die schreibt das. Die schreibt die Peinlichkeit. Oh. Du rennst da schon? Gut, dann renne ich in die andere Richtung. Aber jetzt gehen wir Vollstoff. Oh, jetzt habe ich den aus dem Geschütz rausgeschossen. Alter, ich habe jetzt gerade versucht, einen von uns zu töten. Alter, lass dir Zeit. Lass dir Zeit. Das geht gut. Das geht ein bisschen flugig, ha? Ein bisschen flugig. Geht ein bisschen flugig. Alter, was reizt da mal zum Hinterhof? Nie! Oh, gibt's da Leben? Die Leben sind blau, also für diese Kapseln, die Hähnchen fallen lassen, sind blau und die Leben. Jetzt komm! Nicht gut. Na komm, na komm. Schweige. Irgendwie braucht man sich da manches Mal nicht wundern, dass man da Staatsfeind wird, wenn da so viele Leute im Weg herum. Ja, ich denke mir das aber auch. Rennen. Ist euch beim Spielen auch schon mal so gegangen? Schreibt das in die Kommentare. Schreibt das in die Kommentare. Ich sehe dich. Hab ich dich? Ist die Brühe auf? Ach, du bist lustig. Du scheißt. Und du stirbst jetzt. Ihr stirbt jetzt alle. Das ist alles fürs letzte Mal. Auf den ersten Part, wenn wir da ja so sehr viel waren. Das waren jetzt glaube ich 5 schöne Feuerregen. Achso, die Kerle da, der heißt Feuerregen. Das ist eine sehr kreative. Kann man die einnehmen? Ja, so. Wie ist denn das nochmal gegangen? Ich will mit dem fahren. Du musst nur ans andere Ende von der Karten marschieren, da spawnen sie als Unbenutzte. Oder du nimmst Techniker und hackst die Geschichte. Geht mir eigentlich auch mal durch. Ich bin da gerade dabei, eine Spinne zu massakrieren. Geht das? Vielleicht waren die. Bist da steckt du günstiger ausschauen. Du musst da ja eigentlich permanent in Bewegung bleiben, sonst hast du die Gruppen. Ja, Geonosis ist keine Mission, keine Map, die
für Strategie. So leicht von der Kanne geht. So, ich baller mich da jetzt einmal nicht unbedingt durch, sondern renn jetzt einfach wirklich mal durch. Oder ich schleiche. Ist der? Der wird gerade mit einer Bazooka auf mich schießen. Ist das noch unbenutzter? Ist ja ohr. Was ist fick dich? Du Schwanz. Wir haben einen Bildungsauftrag. Der Wave wollte uns nicht, also haben wir keinen. Der hat gesagt nein. Der hat gesagt nein, eure Bildung braucht das Land nicht. Ich verstehe nicht, warum. Das sind wir froh. Ja. Hoffentlich hat der Locher jetzt für uns ein bisschen böse gelungen und nicht nur mitleidig. Ich schaff das. Hätte mir gewundert. Ich bin jetzt einfach einmal mit sehr wenig Leben in so ein Wespennest einmarschiert und haben mir gedacht, das ist eine gute Idee. Dahinter sind. Ah, du darfst jetzt schon mit so etwas umherwandern. So, ich werde mal wirklich auf einen Techniker umwechseln. Warum hast du diesen Sinn? Und vielleicht geht's noch, vielleicht kriegen wir es noch hin, zwecks. Wie war's mit Zündowaffe? Zwecks Hacken, und ich bin auch noch nie so oft mit so einem Kerl noch umgerannt in unserem epischen Galaxis durch Europa. Nicht auf den! Da fährt's gar nicht. Nee, komm, bleib da. Unfair. Was macht der? Hallo? Ey, warte auf mich, ich will dich hacken. Die kommt, das musst du jetzt aber nicht so in der Öffentlichkeit sagen. Na gut, komm. Wie? Ja. Pass auf, da gehst du, schießt er mit der Fähre. Die haben auch keinen Humor. Haben. Nein, die haben wirklich keinen Humor, das ist vollkommen... Das heißt Rache. Wie Haschi-Hörnchen. Esst ihr gerne Haschi-Hörnchen? Schreibt das in die Kommentare. Also ich hab da gerade echt Angst. Ich hab da echt Panik. Aber ich glaub, das wird was. Wer schießt auf mich? Du schießt auf mich. Ich schieß nicht auf dich. Und ist unserer... Sind sehr fast alle baden gegangen. Doch jemand zu Hause. Noch jemand zu Hause. Gut, das zählt jetzt eigentlich in dem Moment. War erfolgreich. Theoretisch gibt es noch einen Wüsten. Schade. Ich hätte ihn jetzt gerne noch gefunden. Hat gefunden gesagt. Ich weiß, es ist so urlustig. Urlustig. Gut, die Statistik. Ich habe 15. Ich bin aber einmal mehr gestorben als du, das ist arg. Technikauszeichnung. Ja, jetzt müssen wir wieder speichern, sonst ist die Technikauszeichnung futsch. Genau, bei der nächsten Runde. So. Sehr gut. Was kommt jetzt? Die Republik hat Kredits für die Einnahme von Xenonosis bekommen. Dankeschön. Zuckerstück. Hätte ich speichern sollen? Nein, das geht.
Das kriegen wir schon. Ja, passt schon. Ja, passt schon. Ja, es ist okay. So, jetzt hat er nur noch die drei Planetchen da links unten. Und wir erwarten ihren Gegenzug. Wo ist da eins? Den der KI. Weltraumschlacht. Bringt eigentlich nichts mehr, die Flotten da irgendwie nachzuziehen. Die braucht drei Züge, bis sie irgendwie was angreifen könnte. Oder zwei. Eins, zwei. Nein, drei dann. Also lassen wir die da stehen. Ja, es läuft auf eine Raumschlacht hinaus. Yay! Let's fly. Let's zerfetz. Automatisch Gesundheit. Langweilig. Unnötig. Brauchen wir nicht. Wir schaffen das auch so nicht. Wir regenerieren unsere Gesundheit auch so. Ein X-Flügler. Ja. Ich finde das aber auf Englisch. Auf Englisch. Auf Englisch viel schöner. Stellt euch einmal das vor, von wegen, falls irgendwer von euch einmal auf unseren Channel verirrt, der ein bisschen was mit Fanfiction und so weiter. Dann zuerst einmal eine Frage, wie seid ihr herkommen? Hut hat, ganz genau. Ist natürlich schreibt es in die Kommentare. Ist natürlich eine gute Frage, aber gerade weil ich den X-Flügler sehe, perfekte Idee für Star Wars Fanfiction. X-Wing-Mechaniker bedacht. Zuerst stehen sie da mit stolz gestählter Brust. Weil sich so viele Schiffe so glorreich in den Himmel erheben. Und da kommen drei Handeln zurück. Und wir haben schon wieder dieselbe taktische Anordnung wie bei der letzten Raumschlacht. Im letzten Part. Im letzten Part. Genau, bisher auf Funken Games. Bisher auf Funken. Das war eigentlich ein cooles Motto gewesen für ein kleines Sammelvideo zum Jahresabschluss. Im letzten Part. Nein, nicht im letzten Part. Doch. Von wegen bisher bei gefunden Games. Ja, vielleicht einmal. Im letzten Part. Vielleicht einmal in Zukunft, wenn wir die technischen Gegebenheiten dafür ein bisschen besser beherrschen. Das ist ja grandios, ist das. Wow, das war ich. Da kann man jetzt sagen, was man will. Also das Bankenclan-Kampfschiff kann man direkt angreifen. Natürlich kann man das. Sehr schön. Und das ist dann nochmal ein Ziel, was ich auch treffe. Ja, das tut es. Aber du bist in so einem kleinen Opfernjäger drin, okay? Das ist relativ gut mit dem. Ja, er ist schnell, aber ich mag die Bewaffnung nicht. Die kann man irgendwie zu wenig. Das ist Fuck, das war... Bist du wahnsinnig? Dieses Ausweichmanöver. Das ist ja fast nicht einmal so gut gewesen, aber ich bin stolz auf mich. Tage. Aber gut, Star Wars Fanfiction. Von wegen Mechaniker zuerst ist er stolz gestellt und schaut zu, wie sie so viele Schiffe in den Kampf gegen das Böse begeben und danach... Ja, das kommen drei einsame Handeln zurück und er steht da wieder halb depressive Typ, dessen Frau immer nörgelt, weil sie gescheite Arbeit suchen soll mit gescheiten Aufstiegschancen und nicht immer nur irgendwelche... Was heißt gescheite Arbeit? Was heißt gescheite Arbeit? Ja, stimmt. So. Wenn wir groß sind, werden wir beide Let's Player. Sind wir nicht schon groß? Oder macht große, große... Ich lande da wieder mal. Why not? Macht Spaß. Wenn einer von uns, oder habe ich das schon gefragt, wenn einer von uns auf einem feindlichen Schiff ist und der andere schießt währenddessen an, ist er schon tot, oder? Auf einem feindlichen Schiff? Ja, wenn du jetzt da gerade auf irgendein... Wenn du jetzt gerade auf irgendein... Also dafür müsstest du mich dann direkt abschießen. Also das würdest du auch sehen im Lebensbalken, dass ich blau bin. Das heißt, dass ein Verbündeter in diesem Raumfahrzeug sich befindet. Ah, okay, gut, genau das wird ich. Aber wenn du dann trotzdem abschießt, dann wird es, glaube ich, einen Minuspunkt ergeben. Achso. Na, ist okay. Sollte. Retten wir los! Was der Klo vorher? Ja. Nein, geh nochmal. Um absolut fertig gemacht!
Mammut nicht einmal auswischen können. Jetzt hat der mal Schiffbau, du Pförtner. Ich will kein Farming. Ja, davon reden. Die Schilder sind deaktivisiert. Wenn man die eine finden, die Ballard in die Tür. Und dann wieder zurück die Triebwerke und ich glaube die Lebenserhaltung kann man von innen zerstören. Obwohl ich den Schildgenerator, aber der bringt ja keine Punkte. Irgendwie ist die Logik eh cool, warum ein Druidenschiff ein Lebenserhaltungssystem braucht. Ja, damit sie überleben, ist ja ganz logisch. Ja, wenn die Druiden atmen würden, wenn. Ja, sie... Wow. Wer immer das war... Wer immer das war, ich kriege dich. Das war jetzt nicht sehr nett von ihnen. Was auch ganz cool ist, von dem man kann sich in diesem Hauptraum da in eine für die Konsolen reinsetzen und dann die schweren Schiffsgeschütze bedienen. Das ist ja unglaublich. Kann man sogar beim feindlichen Schiff machen und schießen sie halt dann außer. Wieder drei Ewigkeiten drauf, dass sie ein neuer Jäger bequem zu erscheinen. Na komm. Gut, dann schließe ich halt weiter. Druidis über den Haufen. Fühlt sich da irgendwer bemüßigt über die Sprechanlage zum Sorgen, dass die Schlacht eine richtige Schlacht ist und Köln. Naja, vielleicht vergisst es sonst. Ja, sonst glaubt mir irgendwer, die schießen mit Platzpatronen oder sowas. Naja, das war aber nicht, das war nicht sehr lustig. Weißt du, das ist... Was? Wo sind wir denn? Ja, wo ist er? Diese Selbstmordflieger. Jawohl. Jetzt schon gehen wir gut. Was gibt's jetzt noch? Sensorenrelais. Wo? Direkt vor die Triebwerke. Ist ein bisschen beschissen zum Finden. Stirb! Und die Kommandobrücke. Was, die komplette Kommandobrücke? Das ist ja viel größer, das ist ja lustig, das ist ja besser. Und. Ihre Sensorfahrer ja, wurde zerstört. Ich war aber auch fast kurz da, das möchte ich jetzt einmal anpreisen. Nein, eine Statistik vom Feinsten. Ja, jetzt haben wir es uns gar nicht einmal angeschaut. Schlimm. Ja, eben.
Du lässt mir nie mehr... Irgendwie darf ich mir das Geld vorstellen, wenn der Todesstern einmal die Starkiller-Basis da war. Das hat sich auch episch ausschauen. Oh. Und ergeblich ja viel größer. Ja, wenn's meinen. Nicht dazu, wir machen in den Partner an zum Sprechen. Oh, das geht noch. Geonosis. Gut. Jetzt kann es eigentlich sein, dass wir dasselbe Nummer haben, weil er jetzt den Gegenzug hat. Wir haben nämlich er angegriffen. Und jetzt kommt er, glaube ich, nur einmal. Ja, nur aus der anderen Richtung. Oh Gott. Ja, was machst denn du für einen Blödsinn? Das ist deine Schuld. Ich war ja dafür, dass wir mit ihm uns zusammengeguckt haben, ein paar Schnapseln trinken und reden. Ein paar Achteln trinken und ein paar Spritze drüber reden und fertig. Du musst ja wieder gleich sagen, lass uns angreifen. Das wird schon. So würde ich das nur formulieren, wenn ich gerade schon das Manitou gesehen hätte. Poderosa Rensch. Würdest du angreifen? Poderosa Rensch. Hoppla, hoppla. Sonst kotzt er wieder. Und dann reiten wir los. Ja, aber zuerst gehen wir noch auf Eis, oder? Diesen Gesichtsausdruck, das hättet ihr gerade sehen sollen. Und spiel das nochmal. Das nochmal. Dieses Mal ist genau zutreffend. Der Spruch. Und ich glaube, wir haben auch dieselbe Anordnung nochmal. Ja. Außerfliegen, links und dann passt das. Gibt da andere Anordnungen, man soll es nicht glauben. Ich will einen Raum, danke. Keine Sorge, ich folge dir. Ja, schauen wir, dass wir es ein bisschen beschleunigen. Das schon ist genau dasselbe wie vorher ist. Sein EO ist in der Schrotthaufen. Drüben würde ich sagen. Altmetall. Ja. Lass das Altmetall in Ruhe. Das hat ja nichts getan. Wobei ihre Schiffe schauen ganz nett aus. Ich finde ja. Vom Hocker hat mich das Design so jetzt nicht unbedingt. Aber man hätte es schlechter treffen. Auf jeden Fall. Es wird gerade noch ein. Jawohl. Das habe ich jetzt nicht vor, aber warum auch nicht. Ich denke gerade noch, ob es Filme oder sowas mit einem schlechten Raumschiff design. Ich bin für das generell eigentlich der Typ, der uns sowas gefallen findet. Na! Das ist mir auch genug passiert. Das war ganz knapp dafür. Das da muss ich jetzt sagen, ich finde das nicht in Ordnung. Sagst du es ihnen bitte? Auch? Werde ich tun. Vor allem weil dieses Design von dem Hauptschiff da auch das von aus Episode 3 ist, wo es in Palpatine dann befreien. Der Punkt da oben an der Spitze, also diese. Du sagst Palpatine? Dieser Aufbauten da. Das da, das ist da oben. Ja, das ist noch Palpatine. Nur wenn du es deutsch sagen willst, genauso wie man immer alles deutsch sagen wolltest. Wollte ich das? Genauso wie wenn man Michelin sagen darf. Wo, ja, Michelin. Er ist mein Schleiermantel. Oder Colgate. Colgate. Ja. Colgate. Vor allem jetzt noch auswendig erst. Nee, Colgate. Colgate. Irgendwie ist das ein lustiges Wort, findest du, ne? Colgate. Das sagt das aber so. Das sagt das so. Ja, Colgate. Colgate. Ich bin schon kurz vorm Selbstmord-Crash-Dings vor lauter. Okay. Seltsamen Felix, wenn du da herumschwadronierst. Okay. Ja.
Jetzt ist der Idiot... Nein, das war jetzt aber Fall. Das war eindeutig ein Fall. Der Koffer. Eigentlich willst du das Motto, wenn wir im letzten Part bei... bei was nein, bisher geschah waren. Das wird sich eigentlich gut eignen für... das Titel für... Oh, Tex. Wollte ich sagen. Stimme bei. Ja, was bisher geschah. Genau. Beim 100. Video kommt es dann oder irgend sowas in der Preisklasse. Da haben wir dann ein bisschen was zaubern und können dann ein bisschen Best of machen. Warte mal, er hat gerade was wie ich. Hast du mitgekriegt, das ist keine Übung? Ja, habe ich ganz vergessen. Es ist keine Übung, er hat schon wiederholt. Das heißt, er hat schon. Ja, da ist es ja. Er hat wie? Schon einmal gesagt. Ist schon hin. Er wiederholt. Er sagt da jetzt zum letzten oder zum allerletzten. Warum haben wir eigentlich so wenig Punkte, wenn schon so viele Systeme weg sind? Oder ich weil ich mit dir spiele. Aber die Lebenshaltung ist schon weg gewesen. Dann ist das so. Da gehe ich wieder auf kleine Runden. Das macht fast ein bisschen mehr Spaß. Es sind nur so zart und noch dumm. Ja, ich verfliege mich schon wieder. Verfahre mich schon wieder. Du verfahrst dich. Ja. Du bist falsch abbogen. Genau. Da werden wir zusammengebracht mit dem Feldweg verfahren. Echt jetzt? Ja. Wieso? Wenn es dunkel und kalt und finster ist. Unsere Lebenserhaltungssysteme wurden zerstört. Ja, aber das muss ja irgendwann an. Also natürlich auf einer Feldwegreizung, nicht auf einem großen Feldweg. Ja eben, denk ja, Alter, komm! Das musst du schon verzählen. Verzählen? Ja, ich glaub. Ja, und eigentlich was weniger Feldweg als eine Kreuzung in einem Dörfeld. In einem gewissen Dörfel. Etwa am Land und nicht etwa in der Stadt? Etwa am Land, genau. Soll das heißen... Man mag es nicht glauben. Soll das etwa heißen, du warst schon mal am Land? Wieso? Zerstör. Und wie hat es dir dazu gefallen? Seltsam, was glaubst du? Ja. Dann müssen wir kommen hier aus Wien, gell? Aus einer Wiener. Und das ist super. Ich finde das super. Ich finde das auch toll. Nein. Nein, jetzt ist er weg. Ich sehe das Licht. Ich auch, aber sie das Licht ist in den Blickwerken. Siehst du das Licht? Es leuchtet für dich. Das war gerade ein Gena. Geht zur Information. Komm zurück. Siehst du das Licht? Du stirbst mir sicher jetzt. Für diesen guten Morgen, danke! Ich bin so depp, oder der Heimann Homsei. Danke für diesen guten Morgen. Irgendwie ist das ein Ohrwurm, der mir... Sag denn, lieber Rock, stehst du leicht auf Kabarett? Ja. Ja. Ich hab den Zusammenhang jetzt nicht ganz verstanden, aber willst du damit andeuten, das dass meine Eltern Geschwister sind? Ist das nicht einmal aus irgendeinem Kabarett, das ja. Dieser voll penetrante Song? Ja. Na komm. Das kommt sogar ein paar Mal vor. Da geht er down, da geht er down! Da geht er uptown, thank you. Moment. Moment. Ja, hallo? Was machst denn du? Wer bist denn du? Ja, wer bin denn du? Ja, wer bin denn... Das ist eine feige Sau, jetzt wird er sich versteckt. Na, eine feige Sau ist er. Ich bin denn du, ne? Ja, wirklich. Jetzt ist er weg. Juhu! Das ist immer so ehrlich, wenn die Raketen... bei 2000 ist man im Anflug von wegen. Da haben wir ja so wenig Zeit auszuwählen. Das ist ein feiges Schwein da. Die fliegen alle da immer. Hallo. Jetzt schieße ich auf meinen eigenen. Na komm.
Ich habe mich in ein Feuerwerk verwandelt. Hast Silvester nachgefeiert? Ja. Das war schön. Wunderbar. So, jetzt müssen wir das erklären. Jetzt. Ich eile dir zu Hilfe. Hey, da sitzt ja ein R2 drin, gell? Ja. Das ist mir aber schon vorher aufgefallen in der vorigen Weltraumschlacht. Ich finde es äußerst schade, dass du dies noch nicht mitbekommen hast und dies noch nicht in deinen riesengroßen Quadratschädel hineingeht, der eigentlich Kommentare zur Statistik. Ja, also ich habe 26 Punkte. Weißt du, was ich meine? Also, passt auf. Passt auf. Passt auf? Na, das geht ja voll in Ordnung. Was, das bei einer halben Stunde machen wieder? Ja. Oder schon wieder bei einer halben Stunde an? Außerdem waren das jetzt 31... Puh, Knoblauch. Knoblauch? Was hat Knoblauch mit der Verteidigung der Flotte zu tun? Na, wenn du dem Arsch gingen, dann machst du... Weil sie alle Vampire sind. Colgate? Colgate. Colgate. Müsst ihr Medaillen noch speichern? Ja. Ende dieses Parts? Ja, möchte ich. Ja, ich will. Rock existiert bereits, glaube ich, aber nicht. Rock existiert bereits. Bitte suchen Sie sich einen anderen Namen aus. Ich bin aber hübsch. Gut. Beim nächsten Mal haben Mustafa. Wir die Auswahl zwischen Mustafa und Utapau. Utapau. Jo. Die wollten eigentlich Pau schreiben, nur haben sie das Fahnenf vergessen. Das Fahnenf. Das Fahnenf. Na gut, an dieser Stelle beenden wir nun unseren hocherotischen Part im Star Wars Universum. Doch was ist das? Am Ende ist es ein Licht? Nein, ein Glühwürmchen, das leuchtet. Und genauso wie sich die Raupe verpuppt, nicht verpuppt, mir ist gerade eingefallen, in den Kokon und zu einem wunderschönen Schmetterling erblüht, kommen wir auch im nächsten Part wieder zurück. Ich stöhne mal lieber... Ja genau, die Musik hat jetzt nur gerade meine gewollt heroischen Worte, die dann eigentlich doch nicht so gut ankommen sind, nochmal unterstrichen, dass es noch seltsamer klingt. Ich stöhne mal lieber einen glühwürmförmigen Machtgeist vor. Ist ein bisschen gut. Einen Macht. Ja, wie oder oben. Achso, eine okay. Na gut, wir machen das nächste Mal weiter. Genau. Und verabschieden uns aus Part Nummer 6. Okay, na, es ist echt. Ich denke, ich muss ein Schlückchen Wasser in mich hineinleeren. Gut, wir riechen uns dann im nächsten Part wieder, schmecken, fühlen uns ebenso. Ja, bis dahin bleibt eigentlich nur noch zu sagen. Grüß euch. Und vertüdelt.